So, wunderschönen guten Abend. Ist eine Weile her seit dem letzten Stream. Ich muss gerade erstmal wieder die Einstellungen checken. Ich gebe zu, ich bin mit den Soundeinstellungen noch nicht zufrieden, aber irgendwie scheint mein Mikrofon ein bisschen abzukacken. Aber dann ist das jetzt so. Jetzt sehe ich mich auch doppelt hier. Kriegen wir alles hin, lässt sich alles regeln. So, Helion, ich war eine Weile nicht da. Ich habe die letzten paar Tage mal ein bisschen gespielt. Wenn die Steuerung mal reagieren würde. Aber da tut sich gerade gar nichts. Early Access Titel. Muss man mit Fehlern rechnen, dass etwas nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Was auch immer da jetzt das Problem war. Sehen wir gleich. Ey, Rockstar! Was heißt der verlorene Sohn? Ich habe nur eine Weile nichts gespielt. Tatsächlich nichts gespielt. Ab und zu mal für eine Stunde oder so, aber nicht, dass ich dafür streamen würde. Aber wie gesagt, ich habe die letzten Tage ein bisschen rumprobiert. Hier mit Helion, was die aktuelle Version so kann. Ich fand, das ist eigentlich mal was, was man filmen kann. Ist jetzt noch nicht Mörder viel, was man tun kann. Aber wir schauen mal.
Noch ein bisschen Coke. Und die Kaffeetasse. Ganz wichtig, die Kaffeetasse. Batterie. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, ich habe alles. Ja. Gut. Das ist ein ganz neuer Charakter auf einem neuen Server, auf dem ich noch nicht war. Mal gucken, was hier so geht. Gravitation geht schon mal nicht. Drück auf den roten Knopf. Ich hatte schon zu Kabelzeiten einen zweiten Monitor. Ich habe nur irgendwie die Angewohnheit, den Chat nicht zu beachten, weil ich immer das Gefühl habe, ich spiele sowieso alleine. Abgesehen jetzt in den Hochzeiten zu Kabel, wo halt wirklich 10, 20 Leute da waren. Das ist aber nun schon mal eine Weile her. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Nitrogen. Das nehmen wir komplett mit. Ach so. Jetpack noch auffüllen. Und wir können eigentlich auch schon mal die Power Supplies hochfahren. Und den Life Support einschalten. Ansonsten ist hier vermutlich alles leer, genau. Alles gut. Alles gut. Ja, ich war nur ein paar Mal da, Division zocken und sowas, aber das meistens unmoderiert. Immer mit Atmos-Streams oder sowas in der Art. Ach so, genau, ich muss die Kryokammer noch ändern. Assign. Wenn wir gerade dabei sind. Und falls jemand die Bude abholen möchte, unlocken wir das Ganze hier. So, jetzt müssten wir aber fertig sein. Hinten ist zu und tschüss. So, das Ding ist fertig. Das Airlock können wir erstmal so lassen. So. Oh, mal Licht an. Ich finde, Helion hat unheimlich viel Potenzial und bisher funktioniert es so lala. Also ich spiele meistens auf nicht so stark bevölkerten Servern, wo du immer so 3 bis 5 Leute hast. Es wird ja auch bei fast jedem Patch irgendwie resettet. Aber vom Spielprinzip her finde ich es schon knaller. Könnte ich mir vorstellen, das ein bisschen öfter zu spielen.
Der ist leer, den brauchen wir nicht. Von den Dingen findet man eh genug. Nix, nix, nix. Oben drauf liegt noch einer, genau. Erstmal einen ordentlichen Schluck. Doch, doch, den habe ich damals schon geholt. Ich habe sogar noch einen dritten hier stehen, aber die Grafikkarte unterstützt nur zwei DVI-Anschlüsse. Und eigentlich brauche ich den dritten nicht. Von daher habe ich mir gedacht, brauche ich jetzt nicht umsteigen oder irgendwie Adapter oder was oder neue Graka kaufen am Ende noch. Und hab's so gelassen mit dem einen. Das funktioniert ganz gut. Ich habe das OBS und den Chat auf der rechten Seite. Steht halt komplett außerhalb vom Blickwinkel. Deswegen muss ich immer rüber gucken. Aber das war schon zu Kerbel-Zeiten so. Habe ich mir damals von einem Kumpel quasi geben lassen, bei dem die noch rumstanden. Ist auch nur ein 14 Zoll, glaube ich. Der große ist ja ein über 20, 22, 24. Ich habe keine Ahnung mehr. So, das Relikt ist weg. Da oben treibt unsere Survival-Kapsel. Nehmen wir hier noch kurz den Anschluss mit. Den Resource-Injector brauche ich auch erstmal nicht und das Teil hier behalten wir. Ich weiß nicht, hört man die Tastenanschläge? Ich habe eine neue Tastatur, weil die alte irgendwie gar nicht mehr ging. Und die ist doch relativ laut. Also ich höre es selber. Sehr, sehr störend. Aber sie hat einen geilen Anschlag auf jeden Fall. Also sehr, sehr geile Tastatur. Hat sich echt gut gelohnt. Ich weiß gar nicht, was das jetzt für eine war. Hab ich den Karton noch irgendwo? Naja, kein Plan. Ich glaube, irgendein Razer-Ding. Ich weiß nicht, hast du es schon mal gespielt hier, Helion? Ist ja noch Early Access. Ich weiß gar nicht, was es im Moment kostet. Ich habe, glaube ich, 20 Euro bezahlt damals. Also, wie man unschwer erkennen kann, hat es wieder mit Weltraum zu tun. Da bist du ja bei mir immer richtig. Und es gibt auch hier Knaller und so weiter. Also geht so in die Richtung Space Engineers, außer dass du nichts bauen musst. Und die Flugphysik ist halt ziemlich geil. Also grenzt an Kerbal. Weil du hast hier richtige Orbitalbahnen, auf denen sich sämtliche Objekte bewegen. Du hast hier das Airlock-System, mit dem du arbeiten musst, dass du dein Schiff nicht komplett ohne Sauerstoff lässt. Und es fängt als Survival-Game an. Also du hast quasi so gut wie nichts. Du hast diese Kapsel, die ich eben abgestoßen habe. Du hast dieses eine Schiff zu Anfang im Moment. Und das war's im Prinzip. Ja, die drei Module, die draußen waren, das eine ist ein Derelict, also ein Wrackteil in irgendeiner Form, mit dem kannst du nichts mehr anfangen. Die zwei anderen sind Module, die man noch verwenden kann, um da eine eigene Basis draus zu bauen. So, das ist das Schiff von innen. Starten mal den Strom. Solarpaneele ausfahren. Jetzt müsste gleich das Licht angehen. Ah ja, eben ist er hochgefahren.
So, Life Support ist auf Standby, in Ordnung. Oha. Hast du aber auch gut zu tun, wahrscheinlich. Tür zu, Schloss an. So, hier wie gehabt alles leer. Was ist denn da jetzt noch drin? Deuterium, oha. Das ist natürlich nicht schlecht. Die sind beide leer, der ist auch leer. Also wie es in Survival Games halt so Standard ist, geht es um Rohstoffe am laufenden Band. Ja, und im Weltraum brauchst du halt Sauerstoff, ist immer wichtig. Deswegen muss man damit sparsam umgehen. Und da gibt es halt diese Jetpacks hier. Die kannst du aufladen hier am Schiff oder sonst wo. Da kann man es hinstellen. Okay. Sonst irgendwas, das Ding noch weg. Klappe zu. Irgendwo hatte ich noch eine Batterie. Dann gibt es diese kleinen Container, mit denen kannst du unterwegs irgendwie dein Jetpack wieder auffüllen. Das ist ein Stimpack, damit kannst du dich selbst wieder heilen. Und die Teile hier brauchst du, um deine Station zu reparieren. Die sammeln wir hier in diesen komischen Kisten. Ersatzteillager. Gut, aber jetzt fangen wir erstmal das Modul ein und verpissen uns mal hier. Bevor noch irgendjemand denkt, wir sind leichte Beute. So, Schloss dran. Kurz noch die Warp-Zelle getauscht. Das funktioniert noch nicht so gut hier mit dem Aufsteigen. Achso, wir müssen das Ding natürlich auch noch claimen. So, jetzt gehört's uns. Ja, das Bauen ist, wie gesagt, also es geht hier nicht drum, großartig was Neues zu bauen, auch von der Hintergrundgeschichte her. Diese Module, die treiben im All. Da gibt's eine Geschichte zu, warum die da sind. Und die kommt im Laufe des Spiels irgendwann raus. Und, achso, ich könnte den FTL schon hochfahren. Und du kannst, ähnlich wie ich es gleich machen werde mit dem Ding hier, kannst du aus den bestehenden Teilen quasi deine Raumstation zusammenbauen. Ich gehe mal auf Docking. Mit dem Greifer. Und das ist tatsächlich ein bisschen wie Kerbal. Vielleicht auch ein bisschen komplexer noch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da müsste... Ja, da leuchtet es orange. Schauen wir mal.
Ja, ich hatte mal wieder so in Kerbal reingeguckt und mal wieder ein bisschen rumgespielt, ohne Stream, einfach nur um zu sehen, ob wir das andere Savegame noch verwenden können und ob das mich mal wieder reizen würde, aber 2 Stunden gespielt, keine Lust mehr gehabt, rausgegangen. Also das war, weiß nicht. Ist irgendwie seltsam. Aber wie ich schon im Channel geschrieben habe, ich spiele so lange ich Bock habe und dann höre ich einfach auf. Und das ist leider damals passiert, kurz vor Duna. Jetzt müsste ich ein neues Savegame anfangen, weil das andere ist jetzt von den Mods her und so weiter. Ich bin auch nicht mehr aktuell, was ich da jetzt für Mods drin hatte, bevor dann irgendwelche Schiffe verschwinden. Das ist mir zu viel Aufwand. So. Das sieht doch ganz gut aus, als hätte ich es geübt vorher. Angedockt. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier mal wegkommen. Ich finde, der Scan sieht ein bisschen übertrieben aus. Dafür, dass du hier nur so einen kleinen Bereich scannst und der diese Welle einfach überall hinschießt. Aber da sieht man halt so Early Access Gedöns. Ja, also du kannst nur in dieser Blase hier scannen. Der kriegt zwar die Asteroiden und hier hinten alles noch mit angezeigt, aber hier sind theoretisch auch überall solche Startaußenposten und so weiter und die findet er alle nicht. Also das ist die Blase. Und trotzdem diese Welle halt einfach mal durchs Universum gejagt. Gut, wir gucken mal. Ich hätte gerne, ja, einen Custom Orbit. Ich weiß, in den meisten Videos sieht man das Ganze ein bisschen anders und ein bisschen größer und alles viel, viel weiter, weil die Leute echt Angst haben vor dem PvP hier. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann überhaupt nicht so viel erreichen, dass es sich lohnen würde, hier ewig am Leben zu bleiben. Das ist okay. Warp. Ich mache jetzt tatsächlich alles ein bisschen schneller, wie gesagt. Das ist, kann man im Einzelfall nochmal drauf eingehen. Ich will hier aber erstmal weg jetzt. Was ist das? Okay. Angedockt. Sollte eigentlich passen, dass wir da drüber fliegen. Kann natürlich sein, dass unser Spiel gleich zu Ende ist. So, Manövernode ist angelegt. Gucken wir mal. Ja, andere Sachen gibt es natürlich auch immer. Ja. Ich glaube, es war mir einfach zu komplex mit diesem Life Support und diesem Duna und so weiter. Ich habe das zwar schon alles gemacht in einem vorherigen Spiel ohne Stream, aber es wurde dann einfach zu viel nachzudenken und ich war zu sehr abgelenkt mit anderen Sachen. Dann habe ich den Spaß verloren und dann einfach von jetzt auf gleich keinen Bock mehr.
Und wie gesagt, bis auf ein bisschen Division ab und zu mit ein paar Kumpels, so einmal im Monat, 2 Stunden, 3 Stunden, habe ich die ganze Zeit über nichts gespielt. Neulich haben wir mal in Minecraft reingeguckt. Aber da habe ich auch nur einen Abend gespielt und schon wieder keinen Bock mehr gehabt. Und jetzt halt hier die neue Version von Helion. Mal reinschauen und ein bisschen ausprobieren. Ja, Ghost Recon haben wir noch gespielt. Das kommt tatsächlich öfter mal vor, dass wir da mal reinschauen. Aber es ist halt auch so ein mal einsteigen. Mein Charakter ist jetzt gerade 30. Wir haben noch nicht angefangen mit diesem Tier 1, weil Sven noch nachziehen muss. Ich habe auch noch gar nicht die Grundstory durchgespielt. Also das ist so ein Ding, das läuft so nebenher. Aber da mache ich auch keine Streams zu. Was an Helion so unglaublich frustrierend ist, gebe ich offiziell zu, ist zumindest im Moment, dass du de facto, wenn du stirbst, ist alles weg. Also wenn du es jetzt auf die Art und Weise spielst, hier mit einem eigenen Außenposten und du spielst es solo, du hast nur ein Schiff. Du kannst kein zweites beantragen. Da ist zwar ein Button, aber da kommt keins. Zumindest kam bei mir noch nie eins. Du kannst zwar respawnen in dieser Kryokammer, aber wenn dein Schiff irgendwo an einem anderen Planeten im Orbit hängt, dann bist du in deinem Raumanzug, in deiner Kapsel gefangen und das war's. Dann kannst du das Spiel neu starten und du wirst deine eigene Station niemals wiederfinden. Weil das ist ja genau der Punkt, warum ich jetzt diesen Custom Orbit erstellt habe und jetzt quasi da wegfliege, damit andere Spieler meine Basis so gut wie nicht finden können. Und selbst wenn du dir jetzt genau aufschreibst, welchen Orbit du hast, dann bist du ja irgendwo auf diesem Orbital mit deiner Station und hast nur 5000 Kilometer Reichweite zum Scannen, was bei einem 200.000 Kilometer Durchmesser durchaus ein sehr, sehr kleiner Bereich ist. Also diese Station, selbst wenn du den Orbit kennst, wiederzufinden, dauert Tage. Das heißt, alles, was du in deine Basis rein investierst, einmal tot weg. Und dann fängst du wieder von vorne an. Und das ist unfassbar frustrierend im Solo. Wenn man jetzt als Team spielen würde und hätte 2 Schiffe, könnte man eins quasi als Rettungskapsel dort stehen lassen oder sowas. Und wenn man stirbt, könnte man sein Schiff wieder abholen. Aber alleine, ne. So. Zielorbit erreicht. Ausklinken. Jetzt gucken wir mal. Da treibt er. Mit ein bisschen Glück habe ich das Nav-Target jetzt noch. Wie heißt denn mein Außenposten? 006. Ja, aufstehen wollte ich nicht. So, jetzt gucken wir mal, wo ist denn mein Außenposten? Derelict 006, da ist auf jeden Fall ein Außenposten und ein Airlock. Siehst also an diesen Modulen hier, diesen Namen sagen dir schon. Derelict ist irgendeine Art von Wrack. Mit dem kannst du erstmal nichts anfangen, da kannst du nur ein paar Rohstoffe finden.
Outpost ist so ein Ding, wie ich gerade quasi abgeschleppt habe. Du kannst immer eins von diesen Modulen transportieren. Wenn du mehr als eins aneinander gekoppelt hast, dann springt er nicht. Dann ist das zu viel Gewicht. AMAC ist ein Airlock. Derelict ist nochmal so ein Wrack. Also das ist im Prinzip das Startareal von einem anderen Spieler. Da ist der Außenposten. Der hat ein Airlock-Modul, genau wie ich gehabt habe. Und er hat eins von diesen Wrack-Dingern. Und dann hast du hier nochmal ein paar. Die habe ich vorhin halt gescannt. Da sind drei Wracks. Kannst du ein bisschen Rohstoffe holen. Okay, also da ist jetzt nichts mehr irgendwie zu sehen von meinem Außenposten. Und diese hier, Outpost 010, das ist mit Sicherheit auch irgendeine Spielerbasis. Und diese Dinger mit Eigennamen hier, Supply Outpost oder Staging Post, Fuel Refinery, das sind NPC-Stationen. Die treiben da rum, die sind unbemannt. Die haben, wenn überhaupt, automatische Turrets. Aber nur im Innenraum, das heißt, den kann man ganz gut ausweichen. Muss man halt dann die Tunnel umgehen, in denen sie postiert sind. Und dann kannst du die ausräumen. Ich hatte die Hoffnung, dass ich mein Startgebiet noch finde, aber 004, 006, das ist von irgendeinem anderen Spieler, aber das nehmen wir jetzt trotzdem. Da ist ein Airlock, das will ich haben. So, und ACARG ist so ein Schiff, wie ich gerade fliege. Von der Kennung her. Ja, dann klauen wir uns jetzt das Airlock. Ja, guck mal, der rotiert auch in der anderen Richtung. Also wir sind so rum rotiert, der dreht so rum, weil der Sprungpunkt geht dahin. Warpzelle. Passt das noch vom Inhalt her? Nein, der Kurs war einfach falsch angelegt. So, da könnte es gehen. Mal gucken. Also siehst links unten, siehst du quasi die Warp-Zellen, die ich drin habe. Das erste, die war halb leer, deswegen habe ich die jetzt reingebaut, dass man die zuerst verbraucht. Und du kannst hier, wenn du mit der Zeit so ein bisschen spielst, mit Start und Endpunkt, dann reduzierst du den Verbrauch deiner Energie quasi. Violett heißt, du kannst nicht springen. Blau heißt, es geht. So könnte es passen und dann machen wir die nämlich leer. So. Hast du den Kurs angelegt, musst du diesen Marker finden. Das ist quasi die Sprungrichtung hier. Und sobald der grün ist, ist gut. Und jetzt warten wir die Zeit ab und springen dahin zurück und klauen uns das Airlock. Weil im Moment kann ich, also das Schiff hat zwei Andockpunkte, einen am Heck, damit kann ich abschleppen und das Airlock oben auf dem Dach. Und damit ich quasi ohne Weltraumspaziergang zwischen den Stationen und dem Schiff hin und her laufen kann, brauche ich ein Airlock-Modul. Ansonsten kann ich nur mit diesem komischen Abschlepphaken andocken und durch den kann ich nicht durchlaufen. Ich habe eine sehr nervige Mücke hier drin. Aber ich kann leider, weil ich immer noch am Rauchen bin im Büro, die Tür nicht zumachen. Trotz Licht. Ich muss endlich mal aufhören. Also läuft halt alles in Echtzeit. Also wie gesagt, du kannst auch jetzt hier währenddessen, theoretisch kann ich jetzt aufstehen und im Schiff rumlaufen, das Schiff fliegt. Ja, so. Ich alles Mögliche machen. Die Warpzelle austauschen oder was weiß ich. Hier wäre zum Beispiel ein Notsignal. Also du hast sowohl auf den Raumstationen als auch im Schiff diese Notsignalschalter. Wenn du die einschaltest, dann können andere Spieler kriegen es angezeigt, dass du einen Notruf sendest, einen Distress Call. Es kann zum Beispiel sein, wenn du auf deiner Station gefangen bist und würdest dich gerne von einem anderen Spieler abholen lassen, startest du diesen Call. Kann natürlich aber genauso gut auch dafür sorgen, dass der andere Spieler dann kommt und denkt, ach, dann knall ich den jetzt ab. Ich habe tatsächlich schon so Dampfgedöns.
fand ich jetzt nicht so prickelnd, muss ich sagen. Also ich habe es eine Weile probiert, wie der Kleine auf die Welt kam. Ihm zuliebe. Hab dann aber relativ schnell doch wieder die normale Zigarette in der Hand gehabt. Lass mal Ordnung hier einrichten, so. So, du hast im Prinzip, also anders als bei Space Engineers, wo du ja quasi alles zusammenbastelst, hast du hier nur diese Einzelteile, die du ersetzen kannst. Du hast hier den Katalyst, da unten ist der Field Generator, das Resource Injector und das Ding ist EM Field Controller, was weiß ich. Das sind halt die Ersatzteile. Wenn du jetzt hier zum Beispiel auf den Screen gehst, nee, auf den Powerscreen muss ich, auf den da, dann kriegst du den Status angezeigt, was diese einzelnen Bauteile im Moment für eine Qualität haben. Also 100% hier alles, weil ich ja gerade erst angefangen habe. Solarpaneele und so weiter. Und die nehmen natürlich mit der Zeit ab von der Qualität her. Das heißt, du musst Ersatzteile finden, um dann zur Not, wenn diese Lampe da irgendwann auf Rot umspringt, um diese Teile weiter betreiben zu können, diese Maschinen. Und wenn du die alten Module halt langsam einsammelst, um deine Basis zusammenzubauen, dann fehlen diese Teile komplett oder du hast defekte Teile drin. Die musst du halt austauschen. Und darum geht es im Prinzip im Moment. Du lootest Wracks, Raumstationen, andere Spieler, was auch immer, um an diese Teile zu kommen, um dann deine eigene Basis auszubauen. Und dann kannst du mit diesen Bohrern, die man unten im Hangar vorhin gesehen hat, kann man dann Asteroiden minern, um an Rohstoffe zu kommen. Machen wir den Engine hoch, 10 Kilometer bis zum Ziel. Ich hätte gerne das AC Airlock. Beziehungsweise, wenn ich jetzt auf Kurs bin, das hier scheint ein komplettes Startgebiet zu sein. Der hat nämlich hier alles. Der hat noch das Schiff da stehen, das Derelict, den Outpost und das hier scheint diese Überlebenskapsel zu sein. Dann gucken wir mal, ob wir den vielleicht nicht unbedingt seinen Kram komplett klauen, sondern scannen nochmal. So, jetzt ist wieder ein bisschen was Neues aufgetaucht. Ist auch ein Startgebiet. Das sieht auch gut aus. Da scheint sonst nichts zu sein. Nur das Derelict und das Airlock. Brennen wir sie leer. Weil ich möchte ja mein Startgebiet auch nicht überrannt bekommen. Wenn da wirklich noch alles vor Ort ist, dann hat er entweder nicht gespielt oder er ist jetzt gerade erst am Anfang. Dann muss ich dem das ja nicht klauen. Scheiße. Kurs abgebrochen. Bin ich einfach zu nett für. Ja, wenn du zwischen den Manövern quasi Gas gibst, dann bricht er das Sprungmanöver ab. Du kannst den nicht nur drehen. Das ist jetzt gerade passiert. Nee, sowohl als auch mit Nikotin und ohne. Fand ich beides, wie gesagt, nicht so prickelnd. Ja, mit Nikotin war es noch okay. Aber ich hatte auch keine solche Riesenmaschine, sondern ich hatte tatsächlich eine, die... liegt hier vielleicht irgendwo eine? Nee. Mit relativ guten Verdampfer für die Größe, also die war genau so groß. Ja, der war hier vorne, war quasi der Akku. Und hier hinten war nur das, der war der Verdampfer mit dem Zeug drin. Die hast du zusammengebaut, hast den USB-Stick laden können. War relativ gut, hat auch ganz gut geschmeckt, aber hat nicht den gleichen Kick gebracht, irgendwie wie eine Zigarette, ich weiß auch nicht. Doch, genau so ein Stift. Ich sehe die Kollegen, wenn sie mit diesen riesen Teilen da rumlaufen. Ich wüsste nicht, wo ich die in der Dienstkleidung noch hintun soll. Meine Taschen sind alle voll. Aber ich muss mal kurz auf Toilette. Bin gleich wieder da.
So. Nautilus. Okay. Merke ich mir mal, google ich mal. So. Jetzt siehst du diese rote Anzeige hier auf dem Display. Das ist quasi die Bewegung auf der X- und Y-Achse. Ähnlich wie bei Kerbal muss ich jetzt quasi das Orbital anpassen. Also du hast hier ja nicht nur diesen einen Planeten. Erstmal alles wie gehabt, wie bei Kerbal auch, bewegt sich hier auf diesen Orbitalen tatsächlich. Ja, die Planeten, die Asteroiden, alles rotiert umeinander. Hier hast du diese Monde, da ist Burner. Das ist mein Outpost, deswegen kriege ich den noch angezeigt. Das hier ist Broken Marble. Und da hinten ist noch Everest. So, und dann hast du die Sonne. Da hinten, der Planet rotiert um die Sonne. Und unabhängig von dem Planeten hast du dann hier noch andere Planeten. Die haben auch wieder eigene Monde und so weiter. Und überall um diese Stationen oder um diese Planeten rum treiben halt diese Wrackteile unterschiedlicher Qualität und Raumstationen. Und hast du nicht gesehen, kostet halt alles Warpzellen. Die musst du in irgendeiner Art und Weise halt finden. Weil du hast jetzt gesehen, ich habe jetzt in der letzten 30% drin gehabt. Und nur der Sprung zu meinem neuen Orbit und wieder zurück hat schon diese 30% aufgebraucht. Und wenn ich jetzt hier zu irgendeinem anderen Planeten dahinter springe, dann verbrauche ich vielleicht schon 1,5 bis 2 Warpzellen auf einen Schlag. Und ich habe nur 4 Stück. Also ich muss Rohstoffe sammeln. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, ob man die wieder aufladen kann. Keine Ahnung. Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn man so ein Power-Modul oder sowas findet, dass man da die Warpzellen wieder pushen kann. So, gehen wir mal Gummi. Vielleicht nicht ganz so viel. Hier zum Beispiel auch, da unten in der Ecke hast du Treibstoff. Also ich sehe es jetzt nicht, kann es jetzt mit der Maus nicht zeigen. Hier unter dem Engine-Status steht der Treibstoff 69,1 von 1000. Und RCS, Reaction Control System, genau wie bei Kerbal auch, brauchst du einzelne Treibstoffzellen für. Oder Treibstoff, den du aus Asteroiden quasi erzeugen kannst. Oder halt finden kannst in solchen Containern, wie ich sie vorhin schon ins Schiff gepumpt habe. Und geht dir irgendwas davon aus, für den Reaktor zum Beispiel brauchst du Deuterium, dass du Energie hast und so weiter. Du kannst zwar auch über Solarzellen betreiben, aber den Warp-Antrieb mit der Solarzelle wieder aufzuladen dauert. Also der fährt dann auch von selbst runter. So, jetzt habe ich die Geschwindigkeit angepasst. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier überhaupt? Da ist das Airlock, okay. Engine fahren wir mal runter. Dock Grapple. Docken wir zuerst an und untersuchen dann noch die beiden Wracks. Oh ja, das ist ein Stück. Ja, entweder du planst gut oder du hast genug Zellen dabei oder du findest vor Ort neue. Ja. Du kannst theoretisch, selbst wenn du hier jetzt eine Basis aufbaust oder irgendwas, kannst du dir theoretisch auch in der neuen Basis eine neue Kryokammer holen, damit verlierst du halt die alte. Ja, also bist du nicht mehr in der Kryokammer gespeichert, ist die Station weg. Die findest du nie wieder, sofern sie auf so einem Custom Orbit ist. Wenn du die jetzt quasi auf dem Startorbit hängen lässt, dann bleibt die ewig da. Dann findest du die auch wieder, indem du scannst. Aber dann finden sie halt auch alle anderen Spieler.
Und wie gesagt, ich hätte eben auch einfach ins Startgebiet von dem anderen Typ fliegen können, um sein Schiff auszuräumen, zum Beispiel. So. So kommt man natürlich an Startzellen. Ja, also an Warpzellen zum Beispiel, ganz am Anfang. Weil in dem Startschiff sind 3 vollkommen aufgeladene Zellen drin. Also es gibt nichts Leichteres als einen Player, der kurz angefangen und wieder ausgelockt ist, die 3 100% Zellen zu klauen. Nur wenn der dann wiederkommt, hat er halt nichts mehr. Er verliert natürlich nicht viel, er muss dann halt einfach neu anfangen, aber er hat halt nichts mehr. Und ich gebe zu, ich habe das in der Vergangenheit auch schon gemacht. Aber ich glaube, es ist nicht Spielziel, Noobs auszurauben. Ja, ich muss mal gucken. Ich werde mich vielleicht nochmal mit diesem Dampfen beschäftigen. Wie gesagt, ein paar Kollegen machen das. Ich fand die Geräte, die sie haben, jetzt noch nicht so prall von der Optik her und auch vom Gewicht und der Größe. Ich müsste mich da mal einlesen, was es da alles gibt. Und die Liquids, die ich damals hatte, die waren schon ganz okay. Sowohl die mit als auch ohne Nikotin. Aber das ganze Prinzip hat mir irgendwie nicht gefallen. Ich weiß auch nicht. Das war irgendwie nicht dasselbe. So. Das ist unser Airlock. Angedockt. Jetzt gucken wir mal. 320 Meter. Ich will die beiden Relikte hier noch checken. Bevor wir wieder zurückfliegen. Ja, ich hab's vielleicht doch zu kurz gemacht. Es waren nur 3-4 Monate. Kann schon sein. Und ich gebe zu, ich hatte vielleicht auch so ein bisschen ein Problem mit der Einschränkung. Weil ich natürlich dadurch, dass ich eine Zigarette brennt runter und dann ist sie weg. Weißt du, und dann rauche ich eine pro Stunde vielleicht auf der Arbeit. Oder hier alle halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wie auch immer. Und bei dem Ding, das hatte ich halt einfach 24 Stunden, bis der Akku leer ist, hatte ich das im Mund. Und das hat mich halt genervt. Ja, weil es brennt halt nicht runter. Irgendwann ist zwar das komische Ding leer, aber dann tauscht es aus. Ja, also ich habe dann keine Begrenzung mehr in irgendeiner Form gehabt. Außer ich gehe jetzt her und sage, ich stoppe jetzt die Zeit auf genau 3 Minuten. Lass das mal da. Ich gehe davon aus, wir haben jetzt keine Gegner in Reichweite. Tür zu. Und abpumpen. Das kann schon sein. So, nun 5 Helme auf. So schlecht sieht's gar nicht aus. Engine Fuel sind wir ein bisschen knapp. Der Rest ist eigentlich okay. Deuterium ist voll. Also wie gesagt, Deuterium ist für den Power-Generator. RCS, Engine Fuel, das ist halt alles so ein bisschen
bisschen verschieden unterschiedliche Dinge. So, wir sind auf 0-0, dann können wir die Klappe mal aufmachen und die Lampe an. Was ich halt witzig finde hier ist, du kannst dich halt auch ohne dieses Jetpack bewegen. Natürlich nicht, wenn du im freien Raum schwebst, ja, dann musst du in irgendeiner Art und Weise ja vorwärts kommen. Aber solange du dich in solchen Strukturen bewegst oder über die Decke oder was weiß ich, dann hangelt der sich etwas langsamer fort, aber braucht keinen Treibstoff. So, gucken wir mal, was hat das Ding? Na, 48 ist halt nix, aber ich behalt's mal, bis ich was Besseres finde. Und das Movement ist halt schwierig. Ja, also man kriegt es relativ schnell raus, wie es funktioniert, aber damit einigermaßen anständig vorwärts zu kommen, ist halt schon eine Übungssache. So, Tanks, da ist noch ein Motor. Die Schubladen checken. Oh, Munition. Munition ist immer gut. Okay. Gut, hier scheint sonst nichts mehr zu geben. Man kann natürlich probieren, also mit Shift hältst du dich fest. Du kannst natürlich versuchen, mit solchen Sprüngen hier komplett ohne Jetpack klarzukommen. Ja, ich würde dann die Kollegen halt fragen. Die können mir mit Sicherheit die richtigen Liquids oder sonst was nennen für den Anfang. Und dann kommt man schon ein bisschen rein. Ich frage mich ehrlich, wie der sich im freien Raum hier richtungsmäßig bewegt. Das ist unrealistisch. Ohne Jetpack. Also, dass ich hier rauf und runter kann, durch Rotation oder so, also wie ein Human-Gyroskop, ich habe keine Ahnung. Aber es ist sehr, sehr langsam. So, da ist noch ein Motor. Oh, ich stehe auf dem Kopf. Noch mehr Munition. Okay, da ist sonst nix. Da ist ein Gewehr. Das sind auch, also von den Wracks her sind es genau die gleichen Teile. Das Ding hier habe ich zum Beispiel in meinem Außenposten. Ja, allerdings in funktionierender Art und Weise. Ist so ein Ressourcenterminal. Also ich finde das ganze Konzept schon sehr, sehr geil, muss ich sagen, von diesem Spiel. Ich habe auch von der E3 und so weiter überall Videos gesehen. Die haben schon einiges vor noch. Ja, das hier ist ganz sicher nicht das Ende. Die haben noch Medium-Schiffe und Large-Ships, Zerstörergröße und was weiß ich was nicht alles, die du dann tatsächlich mit einer Crew bemannen musst, sonst funktionieren sie nicht, weil du nicht an jedem Terminal gleichzeitig sein kannst. Und das ist schon fett. Ich habe nur im Moment noch so ein bisschen die Angst, dass es wieder untergeht an zu viel Planung. Oder am Multiplayer-Coach scheitert, so wie Space Engineers.
So, mit Jetpack geht's halt ein bisschen schneller einfach. Wobei du auch, wenn du mit zu viel Stoff irgendwo reinknallst, durchaus Schaden nimmst. So, zurück im Schwerefeld, Klappe zu. Und wir pumpen die Luft wieder rein. So, jetzt haben wir was. Ein Air Processor, der gehört, glaube ich, hier in die Mitte. Und die Motoren hier. Also die sind so ein bisschen nach der Funktion sortiert. Du hast zwar Ersatzteile, die auch in verschiedenen Maschinen funktionieren, aber das hier ist alles Life Support quasi. Die sind alle nicht so prall, also 53% ist natürlich nichts. Ja, die sind kurz vorm Ausfall, aber wenn du irgendwann eins hast, was nur noch 30% oder 20% hat und die Maschine geht kaputt, kannst du damit wenigstens ein bisschen was retten. Ja, das hier ist so ein bisschen Reaktorteile, das ist auch nur Platz für Resource Injector. Das sind auch Reaktorteile. Und das ist halt Life Support. Hier sind die CO-Becher. Ich glaube, diese Dinger hier in der Mitte, die gibt's gar nicht mehr. Die gab es in der früheren Version. Habe ich mal gespielt vor ein paar Monaten. Die sind in den aktuellen Maschinen gar nicht mehr verbaut. Und das sind diese Handbohrer. Da kannst du dann in die Hand nehmen, musst du mit so einer Batterie laden und musst hier so einen orangenen Container reinklicken und dann kannst du damit bohren. Auf einem Asteroiden. Und oben. So, zurück zum Außenposten, das Airlock montieren. Erstmal ein Stück von den Dingern wegfliegen. Das ist der Mond, das ist der Emergency, wo ist denn meiner? Da. Ah, jetzt bin ich genau hinterm Planeten. Da ist natürlich nichts. Weil beim durch den Planeten springen verreckt man halt. Ja? So, was wir stattdessen machen könnten, wir könnten einen Umweg nehmen. Ja, ich mach das mal hier. Wir warpen da hoch. Und von dort aus können wir dann nämlich ein bisschen bis zu unserem Außenposten springen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob du die nachproduzieren kannst in irgendeinem Modul. Also ich habe, wenn, dann dieses Modul noch nicht gefunden. Ja, es gibt zwar irgendwie in der Ressourcenfabrik gibt es eine Tabelle für Crafting, aber die habe ich mir noch nicht angeguckt. Also können wir gerne mal gucken, wenn ich wieder auf dem Außenposten bin, was da so steht. Also du hast dieses eine Raffineriemodul in deinem Außenposten, mit dem du anfängst. Mit dem kannst du halt sowohl Erze umwandeln, in begrenztem Ausmaß, wie es halt in den Tank passt. Und daraus halt sämtliche Rohstoffe produzieren. Aber ob du dann Ersatzteile bauen kannst, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob man die Warp-Zellen wieder aufladen kann. Vielleicht ist es auch noch nicht implementiert und kommt erst noch. Aber vom Grundprinzip her hat der Entwickler schon gesagt in einem der Videos, du sollst verwerten. Das, was schon da ist. Das ist das Hauptziel im Moment. Ja. Also es geht darum, quasi diese Zivilisation im Helion-System, wo du mit deinem Kolonieschiff hingeflogen bist, wieder aufzubauen und rauszufinden, was mit dem ursprünglichen Schiff passiert ist, warum da jetzt überall diese Kapseln rumfliegen, was da genau die Hintergrundgeschichte ist, muss man dann rausfinden. Und ich finde halt dieses Setting geil, dieses Survival im Weltraum mit nichts außer dem, wo du anfängst. In der Version, die ich früher gespielt habe, vor einem halben Jahr, da waren auch die Teile, die in deinem Startschiff drin waren, schon kaputt. Also da hast du dann irgendwie angefangen und deine CO-Wäscher waren auf 40% runter.
dann musstest du halt mit Zeit, die Zeit hat ein bisschen mehr gedrängt als jetzt, weil jetzt sind alle Teile auf 100%. Da wird sich mit Sicherheit auch an diesem Start-Setting im Laufe der Entwicklung noch einiges tun. Es ist ja alles noch Alpha jetzt. Und wie gesagt, ich habe heute Mittag ein Video geguckt, wo sie irgendwie auf einem Medium-Schiff zu viert rum waren, wo jeder seine Aufgabe hatte. Die eine saß auf der Brücke, die anderen waren im Außeneinsatz, der dritte war im Maschinenraum, damit dieses Ding funktioniert. Das war schon nochmal eine ordentliche Steigerung. Und da waren auch Sachen drin, die habe ich im Leben noch nicht gesehen und das Video war 7 Monate alt. Also da ist viel, viel schon gewesen, was auch wieder weg ist oder später wieder kommt oder wie auch immer und jetzt im aktuellen Spiel gar nicht mehr drin ist. Das ist alles noch nichts Halbes und nichts Ganzes hier, aber ich finde, es funktioniert schon relativ stabil. Ja. Hoppala, falsche Richtung. Mal den Engine hochfahren. Es ist also, du bewegst dich, solange der Engine aus ist, nur mit RCS. Das heißt, du verbrauchst nur den RCS-Treibstoff und bewegst dich halt auch sehr, sehr langsam mit den Manöverdüsen quasi. Und sobald der Engine hochgepowert ist, ersetzt er die Vor- und Rückwärtstaste. Deswegen schalte ich den immer wieder aus. Weil wie man hier sieht, mit paar Tastendrücken auf 200 Meter pro Sekunde kommen, wenn du das im Nahbereich machst, bist du halt relativ schnell platt. Irgendwo gegengeknallt. Ja, du brauchst dann auf jeden Fall Teammitglieder, die auch was taugen. Weil wenn du mit so einem Medium-Ding unterwegs bist und dann alleine irgendwie sitzt, du kannst wahrscheinlich fliegen, aber dann hört's auch schon auf. Also da großartig Gefechte oder sowas alleine mit so einem Riesenteil zu fliegen, ist unwahrscheinlich. So, da fliegen wir ein bisschen zu nah auf die Station. Okay, da ist wohl ein anderes Schiff. Jetzt ist die Frage, ist das andere Schiff zu Hause? Oder ist der hier verreckt beim Sammeln? Zumindest ist die Ladeluke dicht. Beobachten wir mal kurz, ob sich da was bewegt. Weil so viel Munition habe ich jetzt noch nicht dabei. Drehen wir uns mal auf die Schwerkraftachse. Da steht zumindest kein Name drauf. Vielleicht ist das Ding auch verlassen. Na, wir gehen mal übers Airlock. Die Sache ist, du kannst halt, wenn du den Hangar auf hast, kann der halt rein und kann einfach alles ausräumen. Ja, weil da kommt er überall dran. Das Ding, wir lassen das nochmal drin, das können wir nochmal benutzen. 2% ist okay. Ja, wie gesagt, das Klettern hier funktioniert noch nicht so gut, da rutscht er nochmal ab.
Du hast hier die Chance, wenn du das Ding geclaimed hast über dieses Terminal, kannst du hier das Schloss einmachen. Dann musst du dich da rein hacken, um reinzukommen. Und um reinzukommen oder um dich hacken zu können, braucht er erstmal ein Hacking-Tool und das muss er erstmal finden. So, ich habe ein Gewehr, ich habe zwei Magazine, eins reicht wahrscheinlich. Das lassen wir mal da. Den verbrauchen wir mal kurz. Sieht ganz okay aus. Und hier genauso. Also auch das Airlock ist mit einem Schloss markiert. Das heißt, er kann da nichts machen. Er kommt in dein Schiff nicht rein, außer er hat dieses Hacking-Tool. Deswegen gucke ich aber auch bei den anderen Schiffen, wenn ich sie sehe, immer, ob der Frachtraum offen ist. Das nehmen wir mal mit. Ein bisschen Power könnte man auch brauchen. Kurz mal auf die Charge Station hängen. Ein bisschen mehr. Ja, also für ein Team von 4-5 Leuten könnte das durchaus ein anständiges Spiel sein, bei dem man auch ein bisschen Action hat. Wenn du dich jeden Abend triffst oder sowas, dann kann man schon was reißen. Wenn du natürlich mit unregelmäßigen Online-Zeiten arbeitest, so wie ich, dann ist es eher wahrscheinlich, dass jeder so sein kleines Schiffchen hat und ihr betreibt zusammen eine Raumstation. Das kann man dann auch alleine machen. Ja. Braucht man halt nicht so ein riesen Explorer-Schiff. So. Gehen wir mal über das normale Airlock raus und checken erstmal das andere Schiff ab. Gibt auch noch andere Waffen. Also das hier ist jetzt so eine Art Shotgun. Ich habe allerdings noch nie eine andere gefunden, gebe ich zu. So, zumindest augenscheinlich hat sich nichts verändert. Nee, doch, da. Unnamed Vessel. Okay, dann hat er dem Ding keinen Namen gegeben. Das kann verschiedene Gründe haben. Wie gesagt, am wahrscheinlichsten ist, dass er vielleicht von einem Turret oder sowas erlegt worden ist. Oder dass er gerade aktiv drin am Suchen ist. Aber dann hätte er sich mittlerweile wahrscheinlich hier raus begeben. Mal kurz, ob abgeschlossen ist. Aber das ist das, was ich meine. Also wenn du irgendwie unterwegs verreckst, dann kommst du zu deinem Schiff nicht mehr zurück. Also wenn der hier verstorben ist in der Station, dann kommt er an dieses Schiff einfach nicht mehr ran und dann sind das hier tote Rohstoffe. Und dann bin ich natürlich ein dankbarer Abnehmer für die Warp-Zellen.
und dass das Ding nicht abgeschlossen ist, kann auch verschiedene Gründe haben. Gut, Turret hat er keins. Ja, hat keinen Commanding Officer, hervorragend. Kann natürlich sein, dass der Spieler seinen Account gelöscht hat, also seinen Charakter gelöscht hat, nachdem er hier gestrandet ist. Wie auch immer. Oder dass er es einfach nicht gemacht hat. Nee, meine ist ein bisschen besser. Aber das sieht so aus, weil auch hier die Sachen alle am selben Platz sind, als wäre der hier einfach zu der Station geflogen, wäre dann verreckt wahrscheinlich. Und hat ansonsten auch nicht so viel mitgenommen. Er hat auf jeden Fall hier schon Teile eingebaut, die weniger Power haben. Weil die sind alle schon relativ platt. Guck ich mal, ob im Ersatzteillager noch was ist. Oder dass das Ding hier schon länger treibt, das kann natürlich auch sein. Und deswegen die Teile langsam verbraucht sind. Gut, hier ist nix. Batterien sind wichtig, ein Bohrer fehlt. Die Tanks sind alle leer. Ich schätze, das treibt hier schon länger, so wie das aussieht. Gut, oben hatte ich alle Teile rausgenommen. Dann machen wir den Hangar auf. Weil hier hat sich nichts verändert in der Ursprungskonfiguration. Die Container stehen an der gleichen Stelle, nur der Bohrer fehlt. Ich schätze, das ist ein Spieler relativ am Anfang gewesen. Der ist hierher geflogen und drin verreckt. Und dann parkt das Schiff hier. Im Prinzip brauchst du nicht mehr als ein Jetpack. Und seins war relativ leer. Also das würde jetzt nur hier, du hast ja nur begrenzt Slots. Ja, das würde jetzt unnötig einen Slot verbrauchen. Und ich habe bei mir auf der Base auch noch irgendwie 3 Jetpacks rumliegen und es werden noch mehr auftauchen im Laufe der Zeit. Du findest ja auch Module, die schon komplett ausgerüstet sind, wo dann schon welche drin liegen. Du könntest für Notfälle quasi, falls das hier leer wird, wenn du einen längeren Weltraumspaziergang machst, könntest du noch ein zweites Jetpack mit einpacken. So, jetzt klaue ich ihm hier noch die Solarpanelteile. Und das ACS. Injector. Na, komm her. Komm her. Na, will er nicht. Okay, der klemmt irgendwie. Also das ist ein Bug. Normalerweise kannst du den rausnehmen. Ach, genau. Ich weiß, was das Problem ist. Ich habe nämlich keinen Platz mehr. Ist alles voll. Deswegen kann ich die nicht tragen. Habe ich irgendwas, was ich nicht brauche? Die Warp-Zelle, das hier, ja, nee, nehmen wir alles mit. Die holen wir auf dem nächsten Ausflug.
Ja, also diese Module, die du findest, die sind ja nicht leer. Da ist ja Zeug drin. Und wenn du jetzt ein Crew-Modul oder sowas findest mit neuen Kryokammern, da sind auch immer schon Rüstungen, Astronautenanzüge und so weiter drin. Neue Jetpacks. Und du hängst die dann in die Raffinerie und lädst sie wieder auf. Diese Transfer hier, der dauert halt immer ewig übers Airlock. Und deswegen ist das Spiel auch relativ zeitaufwendig. Nicht ganz so krass wie bei Life is Feudal. Das habe ich auch eine Zeit lang gespielt. Also da ist, was Zeit im Spiel angeht, ist Life is Feudal ist echt unschlagbar. Da bist du ja Stunden, Tage, das ist ja ein zweiter Beruf quasi. So, natürlich schön vergessen, die Tür zuzumachen, falls er doch hinter mir her ist. Der Rest gehört oben hin. So, wo haben wir die zweite leere Zelle? Es ist die hier. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus jetzt. Willkommen zurück. So. Jetzt holen wir uns die restlichen Teile von dem Schiff. Ich brauche zum Beispiel auch den zweiten Bohrer nicht, also den er jetzt da noch rumliegen hat, weil ich habe genau zwei Stück, die passen in den Lagerschrank. Ich könnte jetzt den dritten dann auch irgendwo hinwerfen, aber ich kann sowieso immer nur einen bedienen. Ja, und wenn die Batterie leer ist, tausche ich die Batterie aus, dann brauche ich aber keinen zweiten Bohrer. Ich kann zwei Waffen tragen, im Zweifelsfall auch zwei Bohrer. Wenn ich auf dem Asteroiden bin, dann kann ich halt länger durchbohren. Aber mehr als zwei geht sowieso nicht. Und da ich zwei habe, was brauche ich einen dritten?
So, jetzt gucken wir uns die Basis mal an. Ich bin mir nicht ganz sicher, das ist jetzt rein subjektiv, aber ich glaube, dass in diesen Stützpunkten Rohstoffe nachspawnen. Ja, also ich habe einen ausgeräumt, da waren dann plötzlich beim dritten Besuch wieder Magazine in einer Schublade drin, die ich eigentlich schon leer gemacht hatte. Ist wahrscheinlich im Moment einfach so, damit die Spieler, weil der Bereich ja relativ klein ist, in dem du anfängst und sich da die meisten Spieler aufhalten. So, jetzt muss ich mal gucken, ob der Tunnel da vorne zu ist. Ja, ist er nämlich naht. Ah, der ist aber zu. Okay. So. Weil hier sind ganz gerne Turrets in den Zwischengängen. Da hat mich nämlich gestern eins einfach so aus dem Hinterhalt erlegt, während ich hier die Magazine eingesammelt habe, weil da die Türen offen standen. Dann haben die durch die Türen durchgeballert. Das war recht frustrierend. Das Schiff treibt auf dem Vierer-Server auch immer noch da oben an der Station. Wenn es irgendwann jemand mit einem Hacking-Tool erreicht, dann hat er eine Menge Rohstoffe. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Die Gewehrhalter sind alle leer. Equipment ist auch leer. Das? Ah, eine Flail Grenade, okay. Und diese kleinen Container, die kannst du auch wieder aufladen an der Raffinerie. Und kannst die dann mit dem füllen, was du haben möchtest. Aha. Erhöhte Reichweite irgendwie auf dem Sensor, habe ich das Gefühl. Du kannst sie auch manuell überbrücken, dann bleiben sie offen. Oder gehen halt zu, wenn sie gerade offen sind. Aber auch das funktioniert nur rudimentär. Und diese Kaffeetasse, die brauchen wir nicht. Wow! Ich hab's gewusst. So, jetzt kann ich mal ausprobieren, ob die Granaten funktionieren. Ich habe keine Ahnung, ich habe die noch nie benutzt. Ich würde vermuten, links oder rechtsklick. Werfen tut man mit G. Ich habe halt nur eine, wenn die nicht funktioniert, dann war's das. Dann muss ich hier wieder raus. Komm an den Schalter nicht ran, das gibt's doch nicht. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie die funktionieren, die Granaten. Ach, siehst du, der hat die Pressurized, deswegen geht die Tür nicht automatisch auf. Diese Pressurized Hazard Warnung heißt, dass auf der anderen Seite Druck herrscht. Deswegen geht die nicht von alleine auf. Das heißt, wenn ich jetzt den Schalter drücke, werde ich wahrscheinlich eh weggeblasen. Granate hin oder her. Probieren wir es über einen Servicetunnel. Jetzt habe ich aber keine Ahnung, ob die Geschütze da vielleicht durchbuggen oder nicht. Okay, da geht's nur raus. Na, dann umgehen wir das Ding einfach. Und kommen von der anderen Seite. Das war der... Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ich habe ihn, glaube ich, noch in der Liste. Hieß auch irgendwie Rock, ne? So, war ich hier schon? Nee, war ich nicht.
Sieht genauso aus wie das andere, ist aber ein neues Crew-Modul. Den nehmen wir mit, den können wir nicht mitnehmen. Den nehmen wir mit. Die Teile kann man nicht ausbauen. Den kann man nicht mehr tragen. Du hast für jede Art von Modulen hast du quasi einen eigenen Slot am Anzug. Du hast hier oben Magazine, 6 Stück kannst du tragen. Dann hier diese Pakete. Dann kannst du insgesamt 12 Teile tragen. Hier nochmal so ein bisschen größere Sachen. Also wenn ich jetzt das zweite Jetpack hier aufhebe, dann hängt das hier. Wenn ich jetzt einen Helm aufhebe, dann hängt er auch hier. So, jetzt gucken wir mal hier in den Tunnel rein. Da ist noch einer. Okay, hier kommt nämlich jetzt Druck raus. Schön ins Vakuum abgeblasen. Aber dahinter müsste jetzt das Turret irgendwann kommen. Entweder hinter dem oder hinterm nächsten. Okay. Gucken wir mal hier rein. Noch eine Granate. Ja, dann kann ich jetzt mal ausprobieren. So, das war jetzt... Ah ja, okay. Also einfach Linksklick ist Granate werfen. Gut zu wissen. Da ist es. Aber Kerzengerade ist mir eigentlich zu riskant. Ich komme gerade so nicht an den Schalter. Das ist nur die Abdeckplatte hier vorne. Komm schon. So, wo ist das Turret? Da rechts irgendwo. Da ist es. Wow, wow, wow. Das ist riskant. Das ist genau an der Gravitationsgrenze. Da fällt er auf die Nase, dann kann ich mich nicht bewegen und werde erschossen. Na komm, wir probieren es einfach. Ne, der lebt noch. Okay. Ne, das ist mir zu riskant. Dann gehen wir außen rum. Da bin ich zu oft verreckt an diesen Scheißdingern. Ohne Granaten. Was lag da? Oh, guck mal, da liegt noch ein Teil. Probieren wir es nochmal aufzuladen. Den kam auf. Helm kann ich mal noch mitnehmen, zweites Set. Ja komm, dann nehmen wir den auch mit, wenn sie eh nichts Besseres zu tragen haben. Und das Ding noch. So, welches war unser Schiff? Unser steht, glaube ich, hier, genau. Mit dem Airlock am Heck. Ah ja, genau. Mit dem Underline. Dun, 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 dun. Ja, ich habe dich, glaube ich, auch immer noch in der Auto-Host-Liste. Also muss mal gucken, ob beide Accounts drinstehen. Auch wenn ich nicht viel gemacht habe, zumindest der Auto-Stream läuft. Auch wenn das wahrscheinlich nicht viel ändert. Und so viel Viewer habe ich jetzt trotzdem nicht. Ach so.
Mit Magazin in der Hand bedient sich's schwer. So, wo ist das Magazin jetzt hin? Da liegt's. Ja, ich habe mir jetzt ein Auto gekauft. Neuer Rechner ist in weite Ferne gerückt. War irgendwie wichtiger. Auch schön, wie er die Magazine immer genau in das Fach legt, wo ich nicht hingucke. Ich weiß noch nicht, nach welchem System der das macht. So, dafür muss ich in den Hangar. Das können wir hier hinlegen, das können wir hier hinlegen. So, oben machen wir zu. Bei mir sind hier alle Teile grün. Ja, also bei dem anderen Schiff waren sie ja jetzt schon runter. Ich schätze mal, das Schiff hängt da schon was länger. So vom Prinzip her. Oder er hat die guten Teile für später aufgehoben und hat die schlechten eingebaut. Ist jetzt nicht so meine Art, damit umzugehen. Im Prinzip habe ich auch nicht vor, die Teile zu benutzen direkt. Es geht mir halt hauptsächlich darum, wenn ich neue Module finde, wo die Teile komplett fehlen. Dann könnte man an der Stelle quasi hier erstmal, bis man bessere findet, schlechte Teile einbauen. Darum hebe ich die auf, beziehungsweise nehme sie mit. Damit überhaupt wenigstens irgendwas da ist. So, und mit dem Ding kann ich jetzt nichts anfangen, das werfen wir jetzt einfach dahin. So, das Ding hängen wir mal zum Strom aufladen. Die Stimpacks sind halt, ich habe noch keine Hitpoint-Anzeige gefunden oder so, also selbst wenn ich den Helm aufziehe. Achso, jetzt habe ich kein Jetpack an. Da siehst du nicht, dass du Hitpoints verloren hast. Du stirbst halt einfach irgendwann. Aber mit diesen Stimpacks kannst du dich halt heilen. So, sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Hier hatte ich, während du AFK warst, einfach nur diese 30er-Zelle da eingebaut und habe die beiden Kisten hier voll gemacht. Also da fehlt jetzt noch eine mit ein bisschen mehr Ladestand. Wenn wir noch irgendwo ein Schiff finden, was gestrandet ist, dann können wir das auch ausräumen. Diese Leiter, warum brauche ich da immer 4 Versuche, um da hochzukommen? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. So, Tür ist zu. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt einen Kurs geplottet kriegen zu unserem Außenposten. Wir sind hier, der Außenposten ist hier. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Jo. Wenn halt irgendwas im Kurs liegt, also Planet oder Mond oder sonst irgendwas, dann kriegst du halt während diesem Warpflug plötzlich die Message, you died. Das war's. Ja, also du siehst keinen großartigen Crash oder irgendwas, ist dann einfach zack, tot. Ende des Spiels.
Ich finde halt die Orbitalmechaniken unfassbar interessant. Also, dass diese ganzen Planeten alle umeinander rotieren und so weiter, dass du den Kurs, mehr oder weniger, ist jetzt sehr, sehr, sehr Arcade, aber dass du den Kurs plotten musst in irgendeiner Art und Weise, um dann zu springen. Über mehrere Punkte zum Beispiel, wie wir es jetzt gemacht haben, weil der gerade hinterm Planeten liegt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das dann mit ein paar mehr Leuten spielt auf einem belebten Server, dass da richtig was abgeht. Ja, dass du dann Bauteile tauschen kannst oder was auch immer. Richtige Gefechte da ablaufen. Wie gesagt, du hast auf dem Schiff keine Kryokammer. Im Moment ist es so, also wenn ich jetzt kurz relogge, dann reloggt er auch ohne die Kryokammer. Aber wenn du nach einem Server-Down oder so wiederkommst, spawnst du an deiner Kryokammer. Und dann... Ja, also da ist eigentlich der Platz, wo du gespeichert bist. Wenn dann dein Schiff woanders ist, dann ist es weg. Und das ist das, was im Moment so ein bisschen frustrierend ist. Weil einmal kurz gestorben, respawn und dann, ja, das war's. Dann kannst du nur noch dieses komische Distress-Signal einschalten und hoffen, dass in 5000 Kilometern jemand zuhört, der dir wohlgesonnen ist. Aber selbst auf den Official-Servern sind zwischen 3 und 4 Leute maximal online. Also mehr habe ich noch nicht gesehen. Und meistens sind es dann nur Leute, die mal reingucken, ein bisschen was rumprobieren und das war's. Also du musst wahrscheinlich schon irgendwie auf einen privaten Server gehen, wo dann auch wirklich aktive Spieler sind. Wie nicht ganz richtig? Klär mich auf. Wie gesagt, ich lerne auch noch. Ja, habe ich gemacht. Dann hieß es vom Server her, in 10 Minuten wäre es da, nach 30 Minuten bin ich dann ausgeloggt. Da war es nämlich immer noch nicht da. Kann sein, dass es funktioniert, mal oder auch nicht. Also bei mir hat es bisher noch nicht funktioniert. Den Button habe ich schon gefunden. Ist das dann auch wieder so ein Ding oder ist das irgendwas anderes, dass man es vielleicht mal machen kann? Ah, okay. Ich habe bis jetzt einfach immer neu angefangen und habe meine alten Schiffe überall im System verteilt. Immer wenn mich so ein komisches Turret erwischt hat. Okay. Naja, probieren wir aus, falls ich irgendwo sterben sollte. Ich versuche es zu vermeiden. Aber das ist dann quasi das gleiche Schiff nochmal mit halt diesen Startressourcen wieder. Das heißt, du kriegst mit jedem Rescue-Ship quasi 3 neue Warp-Zellen, oder wie sehe ich das? Also das ist ja maximal auch eine temporäre Lösung, bis denen was Besseres einfällt fürs Start. Prinzip. Early Game. Ja, okay. Ja, dann könntest du auf die Art und Weise quasi Warp-Zellen produzieren. Wenn du an deinem Stützpunkt kein Schiff mehr hast, holst dir ein neues, springst zu deinem alten, lädst die Warp-Zellen auf und so weiter. Mag jetzt fürs Early Access in Ordnung sein, ist später dann ein Exploit. Wird also sicherlich geändert werden. In irgendeiner Form.
So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie rum ich angedockt bin. Habe ich vorhin nicht drauf geachtet. Standard Docking Port. Ist das überhaupt kein Airlock? Dann ist es vielleicht einfach nur ein Tunnel, das kann auch sein. Ich hätte nicht drauf geachtet. Hoppala, Engine ist noch an. Zum Glück habe ich nicht direkt Kurs genommen. So. Achso, Jetpack ist nach unten. Okay, das ist auf jeden Fall interessant zu wissen. Was ich schon an Rohstoffen quasi vernichtet habe, indem ich einfach das Schiff vollgeladen habe mit 8, 12, 20 Warp-Zellen, die da alle rumlagen. Und dann bin ich verreckt. Und wenn du dann aber 10 Minuten warten musst, bis das neue Schiff kommt, musst du vielleicht noch mehrfach drücken, dann wird es echt eine knappe Sache. Weil der Warpsprung dauert dann auch nochmal 5 Minuten. Wenn du vielleicht hinter Planeten bist, also ja. Okay, ist nicht ganz einfach, aber machbar. So, da wollen wir hin. Achso, jetzt habe ich keinen Injector dabei, wenn das Ding keinen hat. Müssen wir uns kurz den vom Schiff leihen. Ne, ich habe nichts einstecken. Doch, ist ein Airlock, okay. Hatte ich die Kurzbezeichnung doch im Kopf. Ja, natürlich fehlt er. Okay. Nicht dran gedacht. Tauschen wir später aus. Outpost mit dem Standard Docking Port. Gucken wir mal. ...32 haben wir. Sollte eigentlich reichen. So weit sind wir nicht weg.
Nehmen wir den. Kann man ja später umparken. Na komm. Leg dich in Position, jawohl. So. So, dann können wir jetzt andocken, das ist ja schon mal was. Hops. Bevor ich es nachher wieder vergesse. Warte mal, der war schon angebrochen. Nee, der war okay. Jetzt kann ich andocken, solange das Ding nicht eingebaut ist? Ich denke schon, ne? Wird wahrscheinlich nur kein Transfer dann möglich sein, rohstofftechnisch. Ja, ist egal. Ich baue es erst ein. Ich muss dann so oder so nochmal auf den Außeneinsatz. Und ob ich dann durch den Hangar raus muss oder jetzt hier. Macht im Prinzip nicht viel Unterschied in der Zeit. Ja, dachte ich mir, fürs RCS, ne? Ist egal, ich hau jetzt einen rein. Ich hab's gerne komplett. So.
Wo sind wir denn daheim? Da hinten dran irgendwo, da. Dann geht er ja wahrscheinlich auch nicht kaputt, weil so oft navigiere ich nicht. Stimmt. Wird nicht das Letzte sein, was ich klaue. So lange, bis mich jemand aufhält. Immerhin habe ich das Startareal allein gelassen. Ohne es auszuräumen. So, koppeln wir an und transferieren ein paar Rohstoffe, glaube ich. Da wollen wir hin. Da oben sind wir. In der Richtung. Ach so, wir gucken von oben drauf. Ja, okay. Eben musste ich mich selbst erst ein bisschen orientieren. Wo ich auch mal wieder reingeguckt habe, vor gar nicht allzu langer Zeit, ist Osiris. Aber da hat sich nicht ausreichend viel verändert, dass ich da nochmal irgendwie streamen wollen würde im Moment. Es gibt zwar ein paar neue Sachen, aber das nochmal komplett von vorne zu spielen, macht irgendwie keinen Sinn. So. FTL brauchen wir jetzt auch nicht. Ach so, den. Können wir auch wieder einschalten. Was macht die Warpzelle? 0%, okay. Dazu müsste ich ja erstmal wissen, auf welchem Server du bist.
Und ich bin kein PvP-Freund. Von daher, im Normalfall lasse ich Spieler Spieler sein. Nur wenn ich wie in dem Fall jetzt über ein Schiff stolper, wo keiner ist, dann ist das schon okay so. Geschenken Gaul und so. Im Moment ist tatsächlich das ganz normale Schloss schon ein Problem, an dem ich nicht vorbeikomme, weil ich keine Ahnung habe, wie dieses Hacking-Tool, wo man das findet oder wie man das benutzt. Wenn wir irgendwann mal... So, die waren beide leer. Den Kram können wir mitnehmen. Das ist ein kaputtes Teil. Den Kram brauchen wir auch nicht, den brauchen wir auch nicht. Okay, dann nehmen wir das mal so, wie es jetzt ist. Alles mit hoch, Deuterium brauchen wir auch nicht. Wir könnten die Dinger hier mitnehmen. So, 1, 2, 3, 4. So, ach guck mal, da liegen auch noch ein paar Bauteile rum. So, und wir haben Druck. Was ist hier? Da waren wir schon, okay. Mal den Medizinschrank auffüllen. Ja, wie gesagt, also diese meine Kenntnisse über dieses Spiel sind bestenfalls als Anfänger zu bezeichnen. Das ist okay. Und beschränken sich tatsächlich auch auf diesen Startplaneten. Also ich war noch nie wirklich weiter weg. Das kommt alles. So, was haben wir hier noch? Die sind auch... Nicht ganz komplett, der hier ist voll, glaube ich. Ja. So, sag mal her, was haben wir denn überhaupt noch an Rohstoffen? Das war das Schiff. Deuterium ist immer noch voll, okay. Ja, also hier gibt es ein Crafting-Menü, aber ich habe keine Ahnung, was man da herstellen kann. Also brauchen wir vielleicht auch wieder ein spezielles Menü oder ist es noch nicht implementiert, keine Ahnung. Ja, also ist, auf jeden Fall ist es da. Irgendwann kriege ich das schon raus, was das ist. So, Rohstoffe. Machen wir mal das Schiff leer. Deuterium Hydrogen brauchen wir halt ein bisschen was. Alla Rock, dann bis die Tage.
So, noch ein paar Stempel. Das Ding schmeißen wir weg. Ich habe ein schwarzes Loch im Schiff. So, tschüss. Das reicht, glaube ich. Da ist noch ein Injektor. Wirklich was erreicht haben wir ja auch noch nicht rohstoffmäßig. Wie viel Uhr ist denn? 10. Hoppala. Da wollte ich doch die Motoren noch einsammeln. Und schwupps. So, mehr haben wir eigentlich noch gar nicht. Schenke ich die neue Akku rein? Nee. Die waren angebrochen hier. So. Kann ich eigentlich den Airlock auch hier rüber disconnecten? Nee, gell, das ist nur das Heck. Ja. Dann müssen wir das manuell machen. Ja, die Abläufe passen noch nicht so ganz, aber das kriegen wir schon hin. Oh, vielleicht sollte ich auch die Tür noch zumachen. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. So, ausgeklinkt. Einen Ausflug machen wir noch, dann ist gut für heute. Rein logistisch müsste das Ding über uns sein. Gehen wir ein bisschen nach unten Gas. Fahren den schon mal hoch. Wo sind wir? Da sind wir. Das könnte gerade so hinhauen. Genau. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Eben werde ich müde, glaube ich. We'll be right back.
Ja. Da hat man so viel Zeit für andere Sachen, während das Ding am Fliegen ist. Ich könnte jetzt bügeln. Oder Essen machen. Buch schreiben. Oder Twitter lesen. Die Engines hochfahren. Wie kommt man denn an diese Turrets? Also ich habe schon mal eins gefunden. Ich vermute, das lag halt da, ist dort gespawnt. Die Frage ist, kann man die, die schon existieren, auch abbauen? Kann man die hacken oder irgendwas? Oder was passiert, wenn man die zerstört? Das sind alles so Sachen, die habe ich im Leben noch nicht gemacht. Finden wir raus. Ich bin halt auch jemand, der ungern Videos von anderen guckt, um sich's erklären zu lassen. Ich lerne sowas gerne durchs selber tun. Oder durchs tatsächlich erklärt bekommen von jemandem. So, was haben wir hier? Den brauchen wir nicht. Dich, da ist es. Schauen wir mal, ob an dem Außenposten irgendwas ist. Ein bisschen Hydrogen wäre nicht schlecht. Kilometer. Okay. Ja, also wie gesagt, ich habe gestern, glaube ich, oder vorgestern war es, habe ich in einer von diesen NPC-Stationen halt eins rumliegen sehen. Das lag in dem Crew-Abteil. Entweder das hat irgendjemand abgebaut und dahin geworfen. Oder es ist da gespawnt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hab das dann im Schiff montiert. Aber lebend habe ich mich mit diesen Turrets tatsächlich noch nicht im Nahkampf befunden. Ich habe ja vorhin das erste Mal versucht, das Ding mit einer Granate auszuschalten, aber eine reicht wohl nicht oder ich habe nicht getroffen. So, wo sind denn die Hangars? In der Mitte.
So. Jetzt mit dem normalen Gewehr oder was schießt du die kaputt? Weil ich hab die bisher noch nie überlebt. Also wenn ich mich mit denen angelegt habe, bin ich immer verreckt. Das ist gut zu wissen. Dieses Command-Modul ist das mit dem Tower oben drauf, ne? Wo du irgendwie durch diesen Tunnel nach oben schwebst. Ja, das kann ich genauso unterschreiben. So, wo kommen wir rein? Da rechts, das Reaktormodul oder was das ist da. Fangen wir von der Seite aus an. Ich finde, grafisch ist es halt auch ein Knaller. Also es ist... Sieht einfach alles sehr, sehr klasse und sehr, sehr authentisch auch aus. Auch mit diesen Service-Tunneln und so weiter. Und ich erschrecke mich immer tierisch, wenn ich so ein Ding plötzlich vor mir stehen sehe. Es plötzlich anfängt zu ballern. Das sieht nicht schlecht aus. Naja, besser als nix. Das Ding ist doch Schrott. Ah, es geht. Noch wird nicht geschossen. Okay. Empty, empty, empty. Mit Sicherheit. Jo, nichts zum Mitnehmen. Das ist wahrscheinlich der Hauptausgang. Ich weiß gar nicht, ob es in den Teilen auch Turrets gibt, keine Ahnung. Ich bin da so ein bisschen paranoid mittlerweile. Ja, offensichtlich. Könnten da welche stehen.
Die sind verknüpft, ne? Die sind auch leer hier, ja. So, da sind eine ganze Menge Rohstoffe. Warp-Batterie. Oh. Decompression. Ach. Okay, ja. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, habe ich im Hintergrund gehört, wie er so ganz leise geschnappt hat. Continue. Jetzt probieren wir das mal mit dem Rettungsschiff und dann machen wir Schluss für heute. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Das war der hier, ne? Das ist der Distress Call und das ist der hier. Ship will arrive 10 minutes. Ja. Ja, ich hatte den Sound sehr, sehr leise vom Computer. Deswegen habe ich jetzt nicht gehört, wie er japst und nicht drauf geachtet. Ja, es hat mich irritiert, dass die Tür von alleine aufgegangen ist. Ich habe ja die Tür zur Cargo Bay nicht geöffnet. Und drin im Flur hatte ich noch Luft und draußen nicht mehr. Und dann, okay. Passiert. Ich sage ja, ich bin ein bisschen müde mittlerweile. Wenn ich jetzt nochmal drücke, passiert nichts. Also er hat ja eins schon losgeschickt. Ah ja. Ship is already called. Das wäre ja dann um 20 nach irgendwie. Aber ich habe so im Moment auch das erweiterte Spielziel noch nicht ganz raus. Also abgesehen vom Überleben, in diesem Startbereich, Startplanet war das relativ erfolgreich. Selbst mit Mining habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert wunderbar. Glitscht halt noch ein bisschen an der Oberfläche vom Asteroiden, aber es ist halt im Moment so. Habe meine Raumstation erweitert mit ein paar Bauteilen. Crew-Module noch zusätzlich dran, auch von diesen Startmodulen, die man da hat mit Stuhl und Regalen und was weiß ich was und schmeißt Ersatzteile ohne Ende rein, aber so dieses erweiterte Ziel, was kommt nach dem Überleben, das habe ich noch nicht erreicht in diesem Spiel, falls es das überhaupt schon gibt, keine Ahnung. Von daher erschließt sich mir noch nicht ganz, wo die Langzeitmotivation nachher liegt. Ja, okay, ich baue meinen Stützpunkt, ich bauen Kommandmodul ran, Cargo-Module, was weiß ich, Power-Module, vielleicht Fabriken, falls es sowas gibt, keine Ahnung. Hab dann irgendwann meine Mega-Base und dann was dann. Ja. Also so auch die Interaktion mit anderen Spielern beschränkt sich aus dem, was ich kenne, auf wen kann ich zuerst erschießen. Und dann
Ob es dann irgendwann ein Handelssystem oder sowas gibt oder was weiß ich, keine Ahnung. Dazu habe ich auch zu wenige von diesen Development-Videos gesehen. Ja, ist aber auch gut so. Also erstmal müssen die Basics laufen, damit man sich über sowas Gedanken machen kann. Also wenn du schon die Riesen-Story von Anfang an raushaust, weiß jeder schon Bescheid und worum es nachher geht und dann funktioniert das Spiel aber vielleicht noch gar nicht. Finde ich von der Prioritätenliste her schon besser so, als es andere Spiele gemacht haben. Ich hoffe, ich weiß noch, bei welcher Raffinerie wir unser Schiff verloren haben. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Wie ist das, wenn ich das neue Schiff claime? Ist das alte dann automatisch resettet oder kannst du mehr als ein Schiff besitzen? Wie ist das? Ich habe keine Ahnung. Ja, ist die Frage. Ich hätte die Turrets halt jetzt eher so eingeordnet wie, das ist meine Basis. Fertig. Also, dass da irgendjemand seine Basis hingebaut hat und hat da halt ein Turret hingesetzt, ja. Und möchte nicht, dass wir da rumfliegen und dann die Rohstoffe, wie du schon sagst, rausnehmen. Aber ich hätte das jetzt nicht auf eine andere Macht bezogen, sondern einfach auf eine andere Gruppe vielleicht. Von Leuten, die dann da ihre Station haben. Das natürlich zwischen dieser Kolonisationsgeschichte und dem heute mit diesen Modulen und den einzelnen Raumstationen irgendwas passiert sein muss. Einverstanden. Ja. Könnte mir durchaus vorstellen, dass du vielleicht als einer der wenigen noch in deiner Kryokammer geschlafen hast und hast das komplett verpennt, weil du hast ja auch keinerlei Erinnerungen dran. Ja, also, dass du das vielleicht alles nicht mitgekriegt hast und da vielleicht schon ein paar hundert Jahre vergangen sind, bis zum Tag X. Keine Ahnung. Wird kommen, wird man sehen. Aber ich will mich da auch nicht zu sehr spoilern, gebe ich offen zu. Deswegen gucke ich auch so wenig Videos, weil ich möchte das alles, wenn möglich, soweit selbst rausfinden oder selbst erfahren einfach. So, 3-4 Minuten, dann müsste das Schiff da sein. Thank you.
So, ich gehe nochmal kurz auf Toilette, bis dahin ist das Schiff vielleicht da. Ship is already in range. Das klingt doch schon mal gut. Ja, wie gesagt, also ich bin tierisch gespannt drauf, wie es hier weitergeht. Wie weit die Jungs es treiben und wie dann die Story tatsächlich auch ablaufen wird. Das interessiert mich schon. Ich stehe auf dieses Survival-Setting. Die Grafik ist super. Auch das Movement und so weiter, die planetaren Gegebenheiten haben alle schon ordentlich was für sich. Und dass man mit dem Startareal, was man im Moment hat, nicht so wirklich, also ich kann mir noch keine plausible Story für die Nummer erklären, warum ich hier Schiffe geschenkt bekomme und so weiter. Das ist alles ein bisschen strange. Natürlich musst du irgendwie anfangen und zumindest in den Grundzügen eine Möglichkeit haben, dich zu bewegen. Aber im Endeffekt auch mit diesem Rettungsschiff jetzt, das finde ich schon ein bisschen strange. Dass da irgendwo eine unendliche Quelle an Rettungsschiffen ist, die immer dann, wenn ich was verbockt habe, quasi zu mir geflogen kommen. Senkt natürlich den Frustrationsgrad, den ich die ersten zwei Tage hatte, wo ich dann jedes Mal wieder neu angefangen habe. Aber rein storytechnisch, denke ich, ist das noch so ein bisschen strange, im besten Fall. Ja, aber so in der Art habe ich mir das vorgestellt, weil ich konnte mich auch an diesen Knopf nicht erinnern. Ja, es wird wahrscheinlich jetzt in dieser Anfangsphase einfach so sein, dass du dann alles verlierst, wenn das weg sein sollte. Von daher kann ich durchaus nachvollziehen, warum die dem dann auch nachgegeben haben. Nur fürs fertige Spiel würde ich mir halt schon irgendwie eine ultimative Lösung wünschen und nicht diesen Humbug hier. So, zeige ich mal her. Licht aus.
Tja, welche war es jetzt? War die 3er? Die 7er? Ich müsste jetzt den Stream zurückspulen, um zu gucken, an welcher. Verdammt. Ich spring mal an die beiden und scan mal. Dann müsste ich ja sehen, wo. Ich glaube, es war die steilere von beiden, aber ich bin mir nicht sicher. Aber wir wollten ja doch, es müsste die gewesen sein. Ach, FTL ist offline. Ja, ja, ja. Ja, nee, ich lass die hier. Nee, ich lass die hier. Wir nehmen das nur als Shuttle, falls wir unser Schiff wiederfinden. Ansonsten verwerfen wir die Rohstoffe hier drin. Klauen ist okay, exploiten nicht. Und du spielst auf öffentlichen Servern oder was? Oder auf einem privaten? Ich bin ja jetzt auf dem Europe West oder was?
Und da ist ja relativ wenig los. Das ist, glaube ich, nicht meins. 007. Wir schauen mal. Nee, das ist nicht meins. Nee, meins hatte einen Namen, ja. Kann es sein, ist es das Ding, was wir am Anfang geräubert haben? Ne, das war ja keine Old Barge. Okay, ne, das ist definitiv nicht meins. So, wir sind hier. Das war nicht der Supply Post. Dann kann es eigentlich nur die hier gewesen sein. Was macht denn der Scan? Oh, die B2 kann es auch noch gewesen sein. Das wäre jetzt Blade, die ist auf der anderen Seite. Gut, wir sehen, wie wir sehen, gar nichts. Gut, wir checken einmal die 7er ab und dann... halten die Flugzeit kurz. Ja, kann sein. Packt er dann auch weg oder was? Ich weiß nur, dass das Docking-Menü ab und zu mal hängt.
Also ich mache mir im Endeffekt überhaupt keine Sorgen. So viel Zeug ist jetzt auf dem Schiff nicht drauf gewesen. Mir geht es jetzt mehr ums Prinzip, um mal zu verstehen, wie es mit den Rettungsschiffen klappt. Wenn nicht, behalten wir halt das Ding und füllen es wieder auf. Wie gesagt, es war ja bisher nicht wirklich viel in dem anderen Ding drin. Bis auf die geklauten 3 Warp-Zellen, aber da finde ich neue, das ist nicht das Thema. Also wir fliegen jetzt noch zu der Station und gucken mal, wenn es da nicht ist, dann fliegen wir nochmal zur B2. Wenn es da auch nicht mehr ist, dann war es das für heute. Muss nämlich auch um 6 wieder aufstehen. Oder 6? Ja, ich glaube 6. 6:30 Uhr? Nee. Ja, 6:30 Uhr. Aber es wird ein langer Tag morgen. Also vermutlich morgen auch kein Stream, weil ich morgen Abend unterwegs bin. Und am Samstag, Sonntag habe ich Nachtdienst, das heißt frühestens Montag geht es dann weiter. Ist auch nicht meins. Aber der Name steht nicht im Scanner, oder? Also hier im in der Liste. Gut, der scannt wahrscheinlich hier auch wieder nichts. Dann relogge ich mal. Was haben wir denn hier? 007 Old Barge. Dann testen wir das mal. Nur sogar 3 Leute online. Achso, ich sehe auf meinem Außenposten, wo haben wir den denn? 006 bin ich nämlich vom Schiffsnamen her. Dann kann es eigentlich jetzt nur noch die B2 sein. ...013 Distress. Doch, das ist er. Endless Horizon, da stand's doch. Da stand es doch. Dann haben wir sie wiedergefunden, das ist doch mal schön.
Gut, dann machen wir das folgendermaßen. Fliegen da wahrscheinlich gerade dran vorbei. Okay. Nee, dann Distress lass mal aus. Sollen die Leute scannen? Der Anzug war ja aus der Basis. Die restlichen Rohstoffe lassen wir jetzt einfach, wo sie sind. So, jetzt gucke ich natürlich genau in die Sonne. Das ist hervorragend. Und wir entfernen uns. Ich sehe halt einfach mal nichts. Jetzt kommen wir näher. Wahrscheinlich schlagen wir jetzt einfach auf dem Schiff auf und sind tot. Da sehe ich, da bewegt sich was. Ziemlich im Zentrum. Aber das finde ich halt auch geil gemacht. Also gerade auch diese Blendeffekte oder dass du halt wirklich nichts siehst. Es ist halt nun mal dunkel im Weltraum. Da vorne sehe ich Blinklichter. Jetzt waren wir nicht mal einen Kilometer weg. Eigentlich kannst du ja endlos gucken, aber es ist halt einfach alles schwarz. Finde ich geil gemacht. Ist auf jeden Fall verstärkt den Eindruck noch. Von diesem Alleinsein. Also es sind jede Menge super Ansätze in diesem Spiel. Ich bin echt interessiert. So, ein bisschen mehr Gas können wir geben, sonst ersticken wir hier draußen noch. Woran macht er denn den Counter fest, wann er das Schiff löscht? Bin ich jetzt im Bereich, ist es damit wieder safe oder muss ich jetzt erst rein ins Schiff und wieder... quasi interagieren oder was? Aber wenn es nach einer halben Stunde gelöscht wird und ich jetzt erst auf den Außenposten gehe und wieder Rohstoffe hole, haben wir wieder kein Schiff mehr. Ich gehe mal davon aus, solange ich im Bereich bin, ist es in Ordnung. Mein Baby, da ist es.
Ja, ist auf jeden Fall rockt. Finde ich gut. Dieser Schwachsinn mit dem Hangar, ey. Schön rausgelaufen, ohne Maske. So, da sind wir wieder. Die Tür zu. Diesmal gehen wir über den Hangar raus. Ich habe jetzt keine Lust, da irgendwie ewig durch das Airlock hin und her. Es wird mir nämlich zu spät jetzt. Ich riskiere das jetzt einfach. So viel haben wir ja noch nicht. Dass sich hier der Mega-PvP-Kampf lohnt, falls doch noch irgendwie einer von diesen drei Usern jetzt zufällig hier entlang kommt. Und falls mich jetzt doch irgendjemand erschießt, dann mache ich halt morgen mit Horizon 1b weiter. Ja, also da muss man dann schon ein bisschen Abstriche machen. Mir ging es nicht mal gar nicht so richtig um das Schiff. Was das Frustrierende für mich ist, ist immer so, ich bin halt so ein Sammler. In Spielen zumindest, hier zu Hause nicht so, aber diese ganzen Rohstoffe, weißt du, da sammelst du den ganzen Scheiß ein, packst den alles in die Raumstation, da waren echt gute Sachen bei, teilweise mit über 80% noch. Und dann hast du die alle in die Station und dann verreckst du wegen so einem Schwachsinnsfehler wie hier mit dem Airlock und der Maske. Und alles ist weg. Und die Rohstoffe treiben im Nichts irgendwo auf dem Custom Orbit. Du kommst nicht mehr dran. Ja, das war das, was mich so ein bisschen fertig macht bei sowas dann immer. So, ich glaube, hier waren wir vorhin noch nicht. Wir sind über den Reaktor rein, wenn ich mich recht erinnere. Na, guck mal, da hängt sogar ein Airlock oder was dran. Nee, ist einfach nur ein Tunnel. So ein L-Winkel oder was. Liegt es gerade an mir oder laggt das gerade barbarisch? Weil die Kontrollen sind echt. Heftig gerade. Sehr, sehr anfällig für kleinste Befehle. Das kenne ich so nicht. Gut. Oh, 27% ist okay. 31 ist auch okay. Für den Anfang. Ja, aber diese Turrets stehen ja meistens in den Dreier- oder Vierer-Gabelungen. Ne? Oder im Kommandoposten. Also im Hangar waren keine. Und ich glaube, es gibt hier keinen Verbindungsgang. Nee, das ist das Airlock, das führt zum Hangar. Also dann sind hier keine Turrets. Außer die sind jetzt gespawnt, während wir unterwegs waren. Das kann natürlich sein. Ja.
Ja, wie gesagt, ich bin oft genug gestorben, aber ich meine, die Gänge zumindest schon identifizieren zu können, wo die stehen normalerweise. Also ich kenne die aus dem Kommandoposten, wenn es an der Decke hängt, und halt diese Dreiergabelung, wo eins in der Mitte sitzt. Und jetzt die drei Plattformen eben im Hangar, die wir gesehen haben. In der Cargo Bay. Das sind die Orte, wo ich sie kenne. Und halt hinten im Heck vom Schiff. Einverstanden. Und im Reaktor. Genau, da bin ich jetzt noch keinem begegnet, aber da habe ich die Plattform stehen sehen. Deswegen sind wir ja vorhin in den Reaktor auch so langsam rein. Mehr Module kenne ich halt auch tatsächlich noch nicht. Ja, diese Crew-Dinger, einverstanden, hier wie wir gerade durch sind mit den vier Kryopods. So, Helm ist auf. Ach, guck mal, da liegt so ein Idiot, der hat die Maske vergessen. Kann ich den looten? Nee. Okay. So, aber wenn der Hangar offen ist, können wir ja einfach mal auf den großen roten Button hauen und unser Schiff suchen. Andere Seite. Jo. Jetzt ist hier ein Turret gespawnt. Hahaha. Noch ein Erzcontainer, der hier. Das sind alles Rohstoffe. Hier Gas und so ein Kram. Da ging es nicht. Da konnte man die hinstellen. So, ich mache jetzt ein bisschen Hektik, weil ich ins Bett will. Bohrer brauche ich nicht. Warpzelle. Da war nichts mehr. Ist da unten noch irgendwas? Kommt man da eigentlich wieder hoch? Nee. Doch, da müsste eine Leiter sein da hinten, genau. Oder man macht die Gravitation aus, das geht natürlich auch. Warpzelle. Hier war sonst nichts mehr. Da liegt immer noch der Idiot rum. So, ist da noch was drin? Da ist noch was drin. Okay. Well,
Halt mal kurz. Das haben wir schon. Das da. Die beiden sind komplett leer. Brauche ich eigentlich nicht behalten. Ich habe noch so viel Container. Bis ich irgendwann mal einen Außenposten ausräume oder so. Da ging es nicht. Dann geht's hier. Also irgendwas stimmt bei den Space-Navigation eben nicht. Vollkommen unkontrolliert. Oder ich bin einfach müde. Das kann es natürlich auch sein. Mal raus, mal raus. Hier hatten wir, glaube ich, alles, ne? Ja. Gut, die Reaktorersatzteile könnte ich jetzt noch mal checken, aber ich glaube, ich gebe mich mit den Rohstoffen zufrieden und wir lassen es für heute. Jo. Klappe zu, Affe tot. So, was haben wir denn hier noch? Das ist Deuterium, Deuterium. Deuterium, Deuterium. Okay, also Treibstoff für den Generator geht uns nicht aus. Hier steht ja auch noch Deuterium, wenn ich mich recht erinnere, ja. Nicht viel, aber ein bisschen was. Ja, das ist doch schon mal eine Hausnummer hier. RCS 260 Engine, ja, für den Anfang. Nicht schlecht. Und da ich jetzt weiß, wie man den Kram behalten kann, wenn man stirbt. Nee, haben wir, also vorhin haben wir geguckt, da war nichts drin, bevor ich verreckt bin. Da waren die Terminals alle leer. So, jetzt gucken wir mal gerade. Achso, die hätte ich jetzt noch ausladen können. Hatte ich nicht auch noch die 0% dabei? Oder? Ach nee, die habe ich unten in die im Stützpunkt schon eingeräumt. Dann gib mir mal die. Das ist die gute. Hoppala. ...24, 27, 31. Das ist die höchste. Den Rest lassen wir gerade eingesteckt. Gibt es eigentlich irgendwie eine maximale Anzahl an Items, die man so auf dem Boden rumliegen lassen kann? Die spawnt dann irgendwas, oder? Weil theoretisch kannst du ja da 100 Zellen übereinander hinwerfen. Das ist, ich hab den der Engine ist aus und ich bin jetzt innerhalb von einer hundertstel Sekunde auf 90 Meter pro Sekunde gesprungen. Also irgendwas ist hier am Laggen gerade. Das ist nicht normal. Wird ein interessantes Manöver jetzt anzudocken. Nee. Da müssen wir noch einen Zwischensprung machen.
Da kommen wir auch nicht hin. Nehmen wir den. Ja, das sieht gut aus. Und von dort aus kommen wir dann zum Außenposten, ja. Oder kommen wir da hin? Nee, geht auch nicht. Oder zu dem? Nee, zu dem. Das geht. Namen Sven. Okay. Ja, ich hatte in dem anderen Schiff, wie gesagt, irgendwie 10, 15 Warp-Zellen übereinander da unten hingeworfen, weil nichts mehr in die Kiste gepasst hat. Es wäre halt cool, wenn man auch die Kisten zum Beispiel mitnehmen könnte. Wenn man hier in so einem Frachthangar irgendwie die Kiste für Warp-Zellen findet, dass du 3 Stück reinpackst und noch so ein Singularitätsteil und dann packst du die Kiste einfach mit ins Schiff. Das wäre halt ganz witzig. Aber so liegt der Kram halt irgendwann einfach nur noch rum. Und dann hatte ich auch irgendwie 10, 120 Motoren da in meiner Base rumfliegen, die alle über auf einem riesen Haufen lagen. Ja, dann kommen wir aber ganz gut hin. 23:30, denke ich. Passt so als Endpunkt für heute. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Ja, ich weiß, ich kenne das auch noch, wo hier noch eine Raffinerie stand oder was, wo du hier quasi noch bedienen konntest. Das war beim ersten Mal, wie ich gespielt habe. Hat mich auch ein wenig überrascht, diese Dosen kannte ich vorher auch nicht. Aber da habe ich mittlerweile zumindest rausgefunden, wie man sie leer macht, beziehungsweise wieder voll macht auf der Base. Beziehungsweise die können wir ja eigentlich gleich mitnehmen in die Base, die brauchen wir hier gar nicht hinlegen. Sonst brauchen wir da oben ja eigentlich nichts. Don't tell me I've got to be, and just like you, I can see.
Ja, gute Nacht. Und danke für die Infos. Hat mich sehr geholfen. Ach, wir sind ja noch gar nicht da. Das war ja nur eine Zwischenstation, warum fliege ich da hin? Ist ja wieder irgendein anderer Spieler hier. Die ist empty. Irgendwie hat dieses Lied auf der Playlist nichts verloren. Keine Ahnung, woher das kommt. Spotify macht sich gerade selbstständig, glaube ich. Nicht, dass es schlecht wäre, aber ich habe explizit eine GEMA-freie Playlist und wenn das jetzt irgendein Song ist, wird es nachher wieder gesperrt. Da habe ich keinen Bock drauf. Starten wir irgendwo hier. Das Warp-Fliegen in dem Spiel hat so ein bisschen was vom Aufzug warten. Wie viel Lebenszeit ich schon verschwendet habe, indem ich auf Aufzüge gewartet habe. Oder in Aufzügen unterwegs war, in Stockwerke, in die ich gar nicht wollte. Rauf oder runter. Ungefähr so fühlt sich das hier an, Warp zu fliegen.
Aber ich find's cool. Also Echtzeit finde ich immer irgendwie geil. Ich mag diese Wurmloch von jetzt auf gleich, Jumps, Hyper, Drive, whatever. Nicht so besonders. Es vermittelt das falsche Feeling irgendwie. Wobei mich tatsächlich in dem Spiel der Warp Drive nicht so viel stört. Ich fände es natürlich, wenn ich jetzt an Kerbal denke, interessanter, dass man einfach die komplette Strecke quasi reist. In Kerbal gibt es halt, wenn du Singleplayer spielst, den Timelapse-Zeitraffer. Ist in einem Multiplayer-Spiel jetzt nicht so alltagstauglich. Von daher kann ich schon verstehen, dass man sich für einen Warp Drive entschieden hat. Dafür ist der Rest realistisch genug eigentlich vom Movement her. Irgendwo muss man dann schon ein bisschen Abstriche machen. Ja, 600 Meter ist noch gar nicht so weit weg. So, wo war denn jetzt unser Airlock? Direkt voraus, hervorragend. Dann docken wir noch fix an, Inventur machen wir dann beim nächsten Mal. Ist ja die Tür offen. Eigentlich hatte ich die Tür geschlossen, wie wir disconnected haben. Ach so, ja, ich weiß. Wir sind ja respawned, ich erinnere mich. Ich bin ja respawned und dann rausgegangen, deswegen ist das Airlock jetzt offen. Gut. Kriegen wir hin. So ein Funkgaragentüröffner wäre jetzt nicht schlecht. Angedockt. Nur ein paar Grafikartefakte. Achso, ich wollte den Hyperdrive noch ausschalten. Licht können wir ausmachen. Bauen ein bisschen Druck auf.
So, jetzt ist die Frage, kriege ich das direkt auf? Ja, sieht gut aus. So, das heißt, wir haben Druckausgleich. Ich habe noch die beiden Teile einstecken. Home sweet home. Den brauchen wir nicht. Die Lights brauchen wir nicht. So. Ab in der Haya. Das war's für heute, Helion. Wie gesagt, am Montag wahrscheinlich. Wenn ich Bock habe. Also ich werde jetzt nicht hier wieder regelmäßige Termine anfangen. Dafür habe ich zu wenig Lust im Moment auf die ganze Chose. Aber das Spiel reizt mich im Moment schon ein bisschen. Deswegen habe ich mal wieder einen Stream gemacht. Nächste mögliche Termin ist Montag. Versprechen kann ich nichts. Schauen wir mal. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Falls überhaupt noch jemand da ist. Ansonsten viel Spaß mit dem Video bei YouTube später. Und eine ruhige Nacht. Ciao.